Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. So, jetzt wissen wir das. Jetzt wissen wir, wie das eigentlich aussieht. Naja, dann probieren wir das auch nachzubauen. Probieren wir das nachzubauen. Pass auf, dann mache ich gleich. 18.06. haben wir. Umbau auf komplett Struktur. Passt. Ja? Lecture. History. Lecture. V1.01. Was immer die Version. Ja? Und jetzt machen wir, was machen wir als erstes? Namespace. Und dann nehme ich zum Beispiel ArrayTest. Dann nehme ich gleich deinen, meinen, ich wollte gar nicht erstellen. Bin ich angekommen. Auf irgendeinen Knopf bin ich angekommen. Ja, Namespace. Haben wir gesagt, das ist das Erste, was passiert. Jetzt haben wir einen Namespace. So, dann machen wir Internal Class Program. Das haben wir ja, wie gesagt, alles nicht mitbekommen. Das haben wir ja alles nicht mitbekommen, dass das überhaupt passiert. Das ist bis jetzt ja auch passiert. Das ist ja bis jetzt auch passiert. Gell? Aber wir haben es noch nicht gesehen. Und da gibt es die Methode static void main, ja, string args. Was war denn da? Args. Ja. Und eigentlich haben wir da drin programmiert. Da drinnen waren wir. Das ist das, was wir schon programmiert haben. Und jetzt halt das Using, das hätte ich vielleicht da aufschieben sollen. Ah, nach da oben. Sehr schön. Funktioniert es auch. Und jetzt sind wir, schau, jetzt ist das alles unterwegs. Jetzt kopiere ich diese ganzen Sachen, die eigentlich da drinnen waren. Ja? Steinige aus, Steuerung X. Da einer. Ja? Jetzt ist es praktisch genauso, wie es vorher war. Genauso. Also eigentlich haben wir jetzt nur das da draußen dazu gebaut. So, und jetzt erkennen wir, innerhalb der Methode main haben wir Methoden definiert. Und innerhalb einer Methode darf ich nichts überladen. Okay? Deswegen kopiert das jetzt zum Beispiel da außen, Steuerung X, ja, außerhalb der Methode main. Da wäre es jetzt natürlich schön, wenn das auch funktionieren würde. Jetzt bin ich außerhalb der Methode main mit meinem Display field. Funktioniert nach wie vor. Schau, und auf einmal ist das nicht mehr unter Welt. Jetzt gibt es da drinnen ein Display-Field, ein lokales Display-Field, aber das will gar nicht lokal, das schiebe ich auch da raus. Steuerung X. Pack, 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 pack. Und außerhalb der Methode, na, wie viel entfernen muss ich denn drucken? Außerhalb der Methode darf ich überladen. Schau, da überlade ich. Da wird nichts unter Welt. Da draußen funktioniert es auf einmal. Ich kann also Methoden innerhalb von Methoden definieren, aber dort kann ich sie nicht überladen. Da draußen in der Klasse, das ist ja die Klasse, das ist ja die Klasse Programm, ja, in der Klasse darf ich das machen. Das ist natürlich ein Blödsinn, was da steht. Zahlen, schau, jetzt erkennt er das doch. Die Split List. Und jetzt, wenn ich jetzt auf Übersetzen drücke, was passiert jetzt? Geht. Jetzt funktioniert es. Aha. Also dieses Herumprogrammieren auf oberster Ebene, das ist ganz nett. Für kleinere Programme, für größere Programme oder wenn wir irgendwelche Klassen definieren, speziell wenn wir Klassen, also eigentlich wenn wir Klassen definieren, die wir überladen möchten, funktioniert das nicht mehr. Dann müssen wir eben dieses ganze Zeug rundherum dazu bauen. Ich empfehle deswegen, in Zukunft das bisschen da eben mit herumzubauen. So schaut das jetzt aus. Ja? Also, anfangen tut unser Programm da, irgendwo nämlich, also jetzt nicht mehr ganz oben, aber Vorsicht, Obacht, Obacht, sondern bei der Methode main. Ich kann natürlich die Methode main ganz oben hinschreiben. Ist kein Problem. Aber normalerweise
steht nämlich da der Main unten. Ja. Also so sieht das aus. So funktioniert das Überladen. Es geht also doch so, wie ich behauptet habe. Nur nicht an der Stelle, wo wir gedacht haben. Na? Wichtige Lektion. Passt. Passt. Ja. Zunächst einmal werden wir unseren Rechner so umbauen. Ja. Wir werden den Rechner so umbauen. Das hat einen Sinn. Ja. Wir werden das erkennen. Ich möchte nämlich den Rechner so umbauen, dass ich einfach eingeben kann 123 und nicht 123 Enter, der zweite Zahl Enter und dann Plus, sondern ich möchte ganz natürlich eingeben. 123 plus 45 Enter und dann wird ausgerechnet. Ja, also ganz normal eingeben, ja, dass das irgendwie erkennt, ob man da Plus oder Minus eingibt. Das wäre das, was wir das nächste Mal einfach ausprobieren wollen. Da werden wir uns eine Methode schreiben, Read Number and Operator oder so. Ja. Genau, das werden wir machen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.